Anflug auf den Flughafen Frankfurt. Rendezvous mit einer Legende. Eine Junkers 52, 76 Jahre alt. Ein fliegender Oldtimer, ein Stück Luftfahrtgeschichte. Die Piloten nehmen Kurs auf die Landebahn. Generationentreffen. Man glaubt es kaum, aber in diesem Jumbo steckt so manche Idee aus der Jugend, der Mutter aller Passagierflugzeuge. Von Karlsruhe nach Frankfurt, 45 Minuten für 200 Euro. 16 Passagiere hatten den Ritt durch die Regenwolken gebucht. Schön gemütlich, langsam, schön tief. Man sieht sehr, sehr viel, was so unter einem dann vorbeizieht. Es war wirklich ganz, ganz einmalig. Ein letztes Foto. Dann heißt es Abschied nehmen. So, dann wünsche ich schönen Abend. Wir sehen alles Gute, ja? Ich kann holen. Ja, tschüss. Einer der Piloten übergibt an Flugzeugtechniker Helmut Brandes, soeben mit dem Auto aus Hamburg gekommen. Mensch, Helmut, wir haben dich heute Stau gesehen. Nur Stau. Fußball. Das hat gerade Spaß gemacht. Ja, klar. Aber ihr seid ja da. Ja. Aber warum denn so weit weg? Helmut Brandes kennt die Maschine in- und auswendig. Er muss sie untersuchen. Deshalb zieht er den Oldtimer in die Halle der Lufthansa-Technik mit Schleppstange und im Schneckentempo. Eigentlich sollte die Ju nach Hamburg weiterfliegen. Doch jetzt gibt es Probleme. Ein Loch im Auspuff. Ist zwar noch kein wirkliches Drama, kostet aber Zeit und Geduld. Das reicht, ja. Keine Bremse fest, keine Bremse fest. Bremse loslassen. Müssen Sie viel machen? Das Routineprogramm morgen. Wie sieht das aus? Was ist Routineprogramm? Morgen, ne? Weil heute mache ich ja nichts mehr. Feierabend. Was ist so ein Routineprogramm? Was muss man da machen? Alles. Triebwerke auf, Kerzen raus. Aber das ist besser. Wir machen jetzt erstmal das Flugzeug fertig, stellen das ab, dann können wir noch reden. Oldtimer zwischen modernen Jets. Ein eher seltener Anblick. Knapp rollen die robusten Hightech-Riesen vorbei. Bloß keine Kollision. Das wäre das Ende. Haben wir das im Cockpit? Einmal das Oil-Pressure. Temperature Gauge. Am nächsten Morgen, im Frankfurter Büro der Deutschen Lufthansa Berlin Stiftung. Volker Stadler und Sirius Wolfgang Timm ziehen sich seit 3 Tagen alte Betriebsanleitungen rein. Unter 10 Bewerbern wurden sie ausgewählt, die Ju zu fliegen. Ein Traum, sagt Sirius Timm. Sofort auch eine Response von dem Instrument, das ist dir auch gleich. Ich habe 1981 bis 1984 als Lufthansa-Lehrling meine Ausbildung in Hamburg gemacht. Und habe noch mitbekommen, wie die Ju-52 aus den USA dann nach Hamburg überführt wurde. Da war sie noch grün, stand noch Iron Annie drauf. Die kam damals in Hamburg an und wir sind dann quasi als gerade fertig gewordene Lehrlinge dann alle vor die Tür gegangen und haben uns das Flugzeug angeguckt, als es auf den Hof gerollt ist. Männer wie Sirius Timm müssen viel Erfahrung mitbringen, sagt Ausbilder Jan Frieden. Er hat von der Pike auf, vom Mechaniker, das Ingenieurstudium. Er ist als Prüfer für Kleinflugzeuge tätig. Er hat also den ATPL, also die Verkehrspilotenlizenz, fliegt als solcher. Hat damit also in meinen Augen ideale Voraussetzungen, auch als Flugingenieur bei uns da tätig zu werden. Und dann Backsuction nennt man das. Zurück in der Technikhalle. Helmut Brandes und seine Ju. Seit 26 Jahren schraubt er ausschließlich an diesem Flugzeug. Wenn ich an das Flugzeug rangehe zum Schrauben, bin ich ganz nüchterner Techniker. Da geht es wirklich um die Sache. Und das ist dann für mich in dem Moment nicht wichtig, ob das 70 Jahre alt ist oder 10 Jahre. Ne? Der kaputte Auspuff. Jörg Henning muss ihn reparieren. Der Hamburger gehört zu den 5 Technikern, die an der Junkers schrauben dürfen. Der Auspuff ist 10 Jahre alt, ein Nachbau. Wurde schon oft erneuert. Man hat natürlich hier bei so einem Flieger ganz andere Vibrationen wie bei so einem Jet. Hier schüttelt alles mehr und da hat man öfter mal Ärger mit solchen Rissen. Ne? Die Temperaturbelastung ist natürlich auch extrem hoch hier. Die Rohre, die glühen alle im Betrieb. Ne? Immer mit dabei der eigene Werkstattwagen. Wenn die Ju gerade schnauft und Hilfe braucht, kommen Jörg Henning und seine Kollegen mit ihrem Lazarett hinterher. Das hier ist so Ihre kleine mobile Werkstatt, ne? Ja. Mit der sind wir immer in Deutschland unterwegs. Und je nachdem, wo der Wartungscheck dann gemacht wird, meistens ist es irgendwie München, Frankfurt oder Düsseldorf hatten wir auch schon.
Köln hatten wir auch schon. Und dann sind wir immer mit dem Wagen vor Ort. Den brauchen wir dann auch natürlich. Es sind viele Ersatzteile drin, Schrauben, Werkzeug, alles was man braucht. Öl wechseln, Zylinder checken. Bei den Sternmotoren kommt Brandes ins Schwärmen. Sehr gut, das sind immer die Triebwerke. 3x600 PS, 1800 PS, wenn man die hört dann von draußen. Das ist ja nun charakteristisch auch für die U. Ist ja nur einmalig. Lufthansa hat ja nur die eine U. Jörg Henning hat inzwischen den Auspuff geschweißt. Schnell, wieder rein damit. Wissen Sie, was das älteste Teil ist an dem Flugzeug? Na, es gibt schon noch Teile von 1936. Die Tragflächen, Beplankung sind stellenweise ausgewechselt. Also die Innereien der Tragflächen, die Holme und so weiter, die sind alle noch original. In 4 Stunden soll die U wieder startklar sein. Die Zeit läuft. Zurück in der Deutschen Lufthansa Berlin Stiftung. Volker Stadler und Sirius Tim stecken in der schriftlichen Prüfung. 100 Fragen zu alten Knöpfen und Schaltern. Wenn sie den Test bestehen, sind sie ihrem Traum einen großen Schritt näher. Ja, es ist schon echt, 100 Fragen, technische Fragen zu beantworten, von also wirklich ins kleinste Detail mit ganz vielen, also ähnlichen Möglichkeiten, das war schon sehr, sehr anspruchsvoll. Also es ist nicht so wie bei einer Führerscheinprüfung, wo das eindeutig ist. Hier sind die Sachen so eng beieinander, also das ist schon heftig. 75% der Antworten müssen Sie richtig haben, sonst war's das mit dem Fliegen im alten Stil. Ausbilder Jan Frieben korrigiert streng. 94%. Ihr seid beide ganz dicht aneinander. So. Herzlichen Glückwunsch. Die Jacke gibt's nur auf der U und nur für Crew. Die sind also extra angefertigt. Okay. Und deswegen sagten die Bürodamen, das kriegen die erst, wenn die die Prüfung bestanden haben. Gucken wir mal rein. Ich glaube, das ist deine. Das müsste meine sein. Das ist die spezielle Lederjacke. Das Zirkuszelt ist meine. Das große ist deins. Und dann ganz wichtig, ganz selten in Deutschland, das wären dann die Nummer 15 und 16. Die drei Streifen, die roten Streifen für den Flugingenieur. Hm. Du kennst das ja noch von früher her. Ich hab's ja noch zu Hause und die gegen. Steckt ihr euch bitte in die Jacke da rein. Ja. Die werden erst aufgesteckt nach bestandenem Check nach dem Fluge. Ihre Ausbildung geht demnächst in Hamburg weiter. Dorthin müssen sie jetzt. Allerdings mit einem normalen Linienflug. Auch die U fliegt heute nach Hamburg mit zahlenden Passagieren. Davon lebt sie und ihre Stiftung. So eine Dame jung zu halten kostet, sagt Jörg Henning. Jetzt warten wir erstmal, bis der Follow Me kommt und dann geht's ab zur Position. Ausbilder Jan Frieden fliegt mit als Flugingenieur. Vor jedem Start kontrolliert er die Maschine. Das ist die Spritkontrolle. Das wird über so einen Messstab gemacht und dann können wir anhand dessen ablesen, hier 510 Liter haben wir auf der rechten Seite drin. Und die Spritanzeige selber befindet sich nicht im Cockpit, sondern das ist hier in dieser Haifischflosse. In den Flügeln sind 1800 Liter Spezialsprit. Eine Sonderbestellung an jedem Flughafen. Der sogenannte Follow-Me-Wagen ist da. Einmal quer über den Flughafen zur Position, wo die Passagiere gleich einsteigen. Jan Frieden hat fast alle Flugzeugtypen schon geflogen. In seiner Hitliste auf Platz 1, die U. Guten Morgen. Diesmal haben 16 Männer den Rundflug gebucht. Das bin ich, genau. Ach schön. Dieser Herr hier links ist schon 28 Mal mitgeflogen. Jeden Flug hat sich der Rentner von der Stewardess bestätigen lassen. Auspuff ist dicht, die Zylinder laufen. Die U ist startklar. Das typische Blubbern der drei Triebwerke geht unter im Lärm des Frankfurter Flughafens. Neu und alt. Hier begegnen sich 80 Jahre Flugzeuggeschichte. Die U war das erste Passagierflugzeug der deutschen Lufthansa. 180 Stück hatte die Airline im Einsatz. Die Junkers 52 war ein Verkaufsschlager. Mehr als 5000 dieser Flugzeuge wurden in Dessau gebaut.
Sie flogen rund um den Globus bei 30 Fluggesellschaften. Heute sind weltweit nur noch 6 Maschinen in der Luft. Aber mit dieser silbernen Wellblechhaut strahlt nur eine: Tante Ju. 1936 gebaut, fliegt diese Maschine zunächst für Lufthansa. Dann wird sie im Krieg eingesetzt und nach Norwegen verkauft. Ein Sammler entdeckt sie 1969 und holt sie nach Amerika. Unter dem Namen Iron Annie und ganz in Grün zeigt sie auf Flugschauen ihr Talent. 1984 kauft die Lufthansa die Maschine zurück nach Deutschland. 18 Monate dauert die Restaurierung. Heute ist Tante Ju ein fliegendes Denkmal mit fast 20.000 Flugstunden. Ein Abenteuer für Passagiere und Piloten. Flughafen Hamburg. Die Feuerwehr begrüßt die altehrwürdige Maschine mit Wasserbogen und Hubkonzert. Ehre, wem Ehre gebührt. Auch Techniker Jörg Henning ist schon da. Die Sommersaison geht zu Ende. Ab zur Inspektion. Jede Niete, jedes Teil wird auf Rost und Risse kontrolliert. Ob sie wieder fliegen wird, weiß im Moment keiner. Gefeiert wird trotzdem. Wieder hat die Junker 6 Monate problemlos Rundflüge quer durch Europa geschafft. Ju-52, alte Dame im Wellblech gewandt. Lass uns Tradition erleben, ein Stück. Mit dir Himmelberg zu streben, als Glück. Schrauben? Heute nicht, morgen wieder. Der nächste Vormittag bei der Lufthansa-Technik. Für Sentimentalitäten ist keine Zeit. Hier geht es um Fakten. In welchem Zustand ist die Ju? Helmut Brandes hat den Großraumflieger der 30er Jahre schon oft zerlegt. Tut das nicht jedes Mal weh, wenn die Maschine so auseinanderzunehmen, die alte Dame? Überhaupt nicht. Das ist auf der einen Seite ist das ja der Auftrag. Wir müssen die Propeller abbauen für die Korrosionskontrolle. 500-Stunden-Kontrolle ist das. Und von der Seite her ist das ja mal schön, wenn es gut funktioniert. Und dann ist das schon schön, wenn man den Propeller abnimmt auch, ohne Probleme, so wie jetzt. Ja, und dann auch hoffentlich nichts finden nachher beim Auseinanderbau. Ne? Die 3 Propeller schicken die Techniker zum Hersteller nach Amerika. Der soll sie untersuchen. Den Rest erledigen sie hier in Hamburg. Cockpit, Flügel, Sitze, so viel wie möglich wollen sie abbauen. Das ist die Verkleidung der Motoren. Leicht, aber unhandlich. Ist das auch noch original? Original nicht, die haben wir nachher neu gebaut. Mhm. Ja, da haben wir einen guten, hervorragenden Spezialisten, der das noch kann. Das ist ein Rentner schon. Den haben sie noch nicht kennengelernt. Und hoffentlich macht er noch einige Jahre, hilft er bei uns noch mit. Da kommt er. Klaus Ambrosius. Rentner seit 7 Jahren. Er könnte in der Elbe fischen und die Welt reisen, es locker angehen lassen. Aber nein, sein Leben ist die Ju. Klaus Ambrosius ist einer der wenigen Flugzeugtechniker, die noch das alte Handwerk beherrschen. Teile des Oldtimers nachbauen können. Vom großen Flügel bis zum kleinen Schalter. Der 68-Jährige hält die Fassade in Schuss. Wenn man so will, ist er der Schönheitschirurg, der Tante Ju. Ist das sehr schwierig eigentlich, für die Ju Ersatzteile zu bauen? Für die Ju grundsätzlich Ersatzteile zu bauen, ja, da kommt es schon ganz schwer drauf an, was es ist. Also da gibt es Teile, die sind schon richtig kompliziert. Aber das ist eine Sache, die ist eigentlich, die ist okay. Das Blech sieht vorher so aus, so glatt und ist nachher eben dann so. Seine Werkstatt, ein Sammelsurium an Schätzen. Das ist ein Motorträger von einer Ju, die im Wasser gelegen hat. Und das wird restauriert, das Teil, und kommt dann wieder fürs Museum an ein Flugzeug. Wo lag die denn? Wissen Sie, wo das war? In Skandinavien. Irgendwo in Ungarn wurden diese Schläuche entdeckt. Naja, man weiß, dass das ganz alt ist. Und natürlich hat man da so ein bisschen Respekt vor, das ist klar. Wie lange sind Sie jetzt dabei?
bei der U seit der Restaurierung. Also eigentlich schon immer. Ich kann da die Hand nicht von lassen. Wegen der U? Ist das so eine Liebe? Das ist so eine Liebe, ja. Ja, ja, ja. Ja. Ich bin runter. Dann gehe ich mit zu Gerhard. Ne? Okay. Danke. Helmut Brandes und seine Kollegen machen sich derweil an die Tragflächen ran. 29 Meter Spannweite hat die U. Auf seine Flügel war Erfinder Hugo Junkers besonders stolz. Dank der riesigen Flächen braucht die U nur wenige Meter, um in die Luft zu steigen. Und schnell muss sie auch nicht sein. 120 Stundenkilometer reichen zum Abheben. Moderne Jets brauchen das doppelte Tempo. Aber so richtig behutsam muss man mit der Dame nicht umgehen, ne? Nee, man kann schon ein bisschen kräftiger auch mal anfassen, ne? Das kann sie schon vertragen, ne? Ist ja schließlich eine robuste Tante. Ist ja nicht eine Zimperlinge. Und plötzlich geht es dann doch nicht mehr so einfach. Ein Bolzen klemmt, hinten am Leitwerk. Ja, eine von vielen cleveren Ideen Hugo Junkers? Montagelöcher, damit das Schrauben leichter fällt, wenn nichts verkantet. Am Ende hilft nur ein beherzter Eingriff. Hast du? Ja. Ist raus? Abgedreht. Der Bolzen und die Schrauben waren abgebrochen. Okay, kann mit 76 Jahren schon mal vorkommen. Derweil schraubt Flugzeugtechniker Thomas Krütchen an den Sitzen. Alles muss raus. Unsere Sitze, die wurden nachgebaut. Die originalen Sitze gab es nicht mehr, aber sie sind nach Plänen nach alten Plänen nachgebaut worden. Das ganze Interieur ist natürlich so, dass es den modernen Anforderungen gerecht wird. Wir haben natürlich die modernen Materialien, die leicht sind. Wir haben auch eine Dämmung, dass eben das Geräusch in der Kabine etwas reduziert ist. Und natürlich auch edle Materialien, wie hier in Alcantara, gab es früher nicht so. Aber farblich ist die Kabine genau so, wie man es auch auf alten Fotos sieht, genau mit den Gardinen. Was meinen Sie denn, was Herr Juncker sagen würde, wenn er Sie heute sehen würde hier? Der wird das wahrscheinlich gar nicht glauben, dass sein Flugzeug, was er konstruiert hat, dass es so lange sich in der Luft bewegen kann und auch so zuverlässig. Aber er wäre mächtig stolz auf sich, glaube ich. Ist Qualität. Das ist Qualität, ja, absolut. Die Kabine bekommt einen neuen Teppich. Thomas Krütchen will ihn erst später verlegen. Während die Kollegen schrauben, hat Sirius Tim eine erste Begegnung mit seinem neuen, engen Arbeitsplatz. Am besten drehst du dich erstmal kurz rum und klappst dir den Sitz hoch. Ausbilder Jan Frieben erklärt dem zukünftigen dritten Mann das Cockpit. In Natura hast du dann natürlich nachher beim Flug noch die Rückenlehne da hinten drin, aber jetzt für unsere Vorbereitungsarbeiten reicht das so. Alles klar. So. Es geht ein bisschen eng hier zu, wenn du dir jetzt vorstellst, da links sitzt noch ein Kollege. Ja. Das Deo sollte im Sommer in Ordnung sein. An die alten Instrumente muss sich Sirius Tim noch gewöhnen. Also ich fliege ja auch kleine Flugzeuge, aber so viele Rundinstrumente nach alter Väter Sitte auf einem Haufen habe ich so noch nicht gesehen. Also es ist schon, man muss sich schon orientieren, wo man auch genau hingucken muss. Also ist schon doch eine Menge Hebelchen zu bedienen. Stunde der Wahrheit. Die Spezialisten mit der Sonde sind da. Jeder Riss, jeder lose Bolzen, ihre Kamera sieht alles. Die tragenden Teile sind die wichtigsten am Flieger. Normalerweise stecken sie ihre Kamera in Kanäle, Rohre und Schächte von Fabriken und Kraftwerken. Flugzeuge inspizieren sie eher selten. Die große Ausnahme heißt U-52. Ein fremdes Universum. Auch die Spezialisten mit der Sonde entscheiden über die Zukunft der Wellblechtante. Es ist eh verblüffend, dass das alles so hält. Sieht aber alles gut aus. Das hört Helmut Brandes natürlich gerne. Die Niete sind noch Originalwerkstoffe aus den 30er Jahren.
Und da wissen wir alle nicht, wie sich dieser Werkstoff verhält. Mit zunehmender Lebensdauer. Deswegen gucken wir da auch jedes Jahr rein. Und dann doch eine lose Niete. Auch unten, ne? Ja, ja. Ist das defekt, oder? Nein, wir finden immer wieder mal ein paar lose Niete da drin, aber das ist noch von den letzten Reparaturen her, weil nicht alles restlos rausgenommen wurde. Ist das tragisch? Oder? Nein, das nicht, das hat nichts zu sagen. Ist unbedenklich. Vielleicht scheppert's ein bisschen beim Fliegen, mehr aber auch nicht. So. Sirius Tim bekommt immer noch die U erklärt. Hinter dieser Klappe steckt die Feuerlöschanlage aus einem anderen Oldtimer, den Jan Frieden noch kennt. Sollten dir diese Feuerlöschbottles bekannt vorkommen, ja. Die sind aus der Boeing 727. Ja. Also das Muster, auf dem ich angefangen habe. Schön. Ja. Dann ist es auch die Druckausgleichstabelle hier oben drauf, Temperaturtabelle. Genau. Aber drumherum alles noch original. Sirius Tim ist begeistert. Aber tolle Ideen hat er schon gehabt, der Junker, oder? Ich glaube, mit seiner Weitsicht war er seinerzeit sehr voraus. Er ist auch sehr robust. Also man kann auch sagen, selbst wenn hier mal ein System nicht funktionieren würde, auch strukturell vielleicht ein Bauteil versagt, wird das nicht zur Katastrophe führen. Dafür ist das Flugzeug einfach zu durchdacht konstruiert. Machen wir zu. Und dann haben wir die erste. Die Junkers 52 zerlegt in hunderte Einzelteile. Nur schwer vorstellbar, dass die betagte Tante jemals wieder fliegen soll. Alle Teile werden jetzt haargenau untersucht und nacheinander wieder eingebaut oder ersetzt. Sicherheit geht vor. Monate später, Ende März, ein wichtiger Tag. Alle Teile sind wieder eingebaut. Die ersten Tests am Boden waren erfolgreich, sagen die Piloten. Jetzt wollen sie fliegen. Das erste Mal nach 6 Monaten. Höchste Zeit, meint Flugzeugtechniker Helmut Brandes. Es kribbelt auch im Finger, ne? Wir wollen gerne alle wieder fliegen. Boden haben wir jetzt genug gemacht. Gut. Brandes wird mitfliegen, aber nur für den Notfall, sagt er. Und freut sich genauso wie Sirius Tim. Und was ist für ein Gefühl, so die U jetzt zu sehen? Ja, ist toll. Ganz toll. Also echt klasse. Beeindruckend. Bin mal gespannt, wie das nachher wird, dann selber zu fliegen. Hi, schon drin? Ja. Ja, tschüss, bis gleich dann, ne? Ja, dauert ja noch. Eine Stunde lang wollen sie in die Luft. Ein Werkstattflug, so die offizielle Bezeichnung. Los geht's. Oder auch nicht. Monatelang wurde an den Triebwerken geschraubt. Und jetzt klemmt's irgendwo. Da ist er wieder, dieser Sound, dieses Blubbern. Jetzt ist es auch egal, dass die U keine Heizung hat und draußen frische 0 Grad herrschen. Wo andere längst vor sich hinrosten, dreht die rund erneuerte Tante U doch mal so richtig auf. Als ob es ihr erster Tag wäre. Alle Instrumente im grünen Bereich. Piloten und Flugingenieure sind erleichtert. In der Mitte sitzt, wie immer, Jan Frieden. Auf seinem Platz wird in Kürze Sirius Tim seine erste Prüfung ablegen. Nach einer Stunde kreist die Maschine wieder über dem Hamburger Flughafen. Dieser Flug war entscheidend.
Ein weiteres Flugjahr sei jetzt sicher und genehmigt, sagt Jan Frieden. Und, alles in Ordnung? Ja, ein paar Kleinigkeiten noch. Das ist wie beim Auto, das aus der Inspektion kommt. Nur noch ein paar Feinjustierungen am Triebwerk. Es ist eine anstrengende Sache, so ein Werkstattflug, das ja. Ne? Aber wenn wir das alles überprüft haben, dann haben wir das grüne Licht fürs Flugtraining. Und nach dem Flugtraining, da geht es dann wieder los, dass wir dann endlich die Gäste wieder sehen können. Und auch bei denen ist das Grinsen dann anschließend nicht mehr zu entfernen. Gott sei Dank. 3 Wochen danach, Flugplatz Heringsdorf in Mecklenburg-Vorpommern. Hier trainieren alle 25 Piloten und 15 Flugingenieure der U. 2 Wochen lang muss jeder ran. Auch die Neuen werden gleich geprüft. Mittendrin Sirius Tim. Das mit dem engen Cockpit kennt er ja schon. Auch ohne Heizung ist ihm warm. Vor Aufregung. Sein erster Flug mit der U. Das ist ja schon. Wenn du aber hinten bleiben willst, dann musst du dich warm anziehen. Ja. Jan Frieden wird diesen Flug bewerten und entscheiden, ob Sirius Tim bald seine 3 roten Streifen auf die Lederjacke aufstecken darf. Der Map-Indikator nimmt auf den Map-Indikator. Startfrei. Der hatte Fehlzündung. Normal. Die Piloten steuern. Sirius Tim muss derweil für den nötigen Schub sorgen, die Instrumente überwachen, Pannen oder Ausfälle melden. Noch wirkt der 49-Jährige etwas schüchtern. Respektvoll, ja geradezu ehrfürchtig, geht er mit der U um. Mehr Power, sagen die Piloten. Die Alte könne das ab. Jetzt läuft's. Schub rauf, Höhenruder runter. Fliegen wie früher ist Handarbeit. Die U kennenzulernen braucht Zeit, sagt Ausbilder Jan Frieden. Man muss erst mal in diese Rolle reinkommen. Der Herr Tim ist im 2-Mann-Cockpit groß geworden. Und das 3-Mann-Cockpit ist von der Kommunikation her noch mal anspruchsvoller. Die Kommunikation scheint zu klappen. Die Piloten sind mit Sirius Tim zufrieden. Nach 1 Stunde landen sie wohlbehalten wieder in Heringsdorf. 25 Testflüge muss Tim noch machen. Erst dann darf er sich Flugingenieur U52 nennen. Ja, toll. Ist doch sehr viel Arbeit, mehr als man denkt. Man ist die ganze Zeit am Einstellen der Triebwerke und hat kaum Zeit, den Flug selber zu genießen. Also sprich genießen im Sinne rausschauen und gucken. Das ist überhaupt fast gar nicht drin. Und Herr Tim macht seine Sache gut? Er kämpft sich dadurch, ja. Jetzt, was machen Sie jetzt als Nächstes? Das kann ich sagen, der wird nämlich gleich tanken. Ja, genau, ich wollte sagen, tanken. Genau. Und dann wird gefeiert, denn Tante Ju hat Geburtstag. Ihr 77. Fehlen also noch 23 Jahre. 100 soll sie nämlich schon werden. Mit solchen Fans klappt das auch.